Wirklich nichts leichter als das. Na gut, dann rasten wir einfach hier oben. Der lehmige Boden macht bei jedem Schritt ein schmatzendes Geräusch und etwas Unsichtbares scheint aus ihm aufzusteigen. Der Essenz schwach und kaum wahrnehmbar, die aus dem Friedhof aufschwebt. Der graue Schläfer scheint sich daran zu laben. Die fremdartigen Stimmen werden noch ein wenig leiser. Ein weiterer Vers glänzt auf dem Stahl. Chance Gefäß rufen. Entschlüssel den letzten Vers des Gedichts. Finger der Welt, Adra stark und rein. Knie vor den Säulen, lass Ordnung in deiner Seele sein. Finger der Welt, Adra stark und ganz rein. Das klingt nach meinem Zuhause, nach Ketnur. Ist jetzt nur die Frage, ist damit die Finger oben an der Kapelle gemeint? Oder die Finger unter der Kapelle? Ist eigentlich immer noch gruselig, dass die Kapelle direkt auf der Hand, über der Hand gebaut wurde. Und noch ein Gefolgsmahlzeit. I'm impressed. Also das sind die Finger. Oh, und ich kann hier gleich eine anklicken. Okay. Die Adrasäulen strahlen eine tiefe und mächtige Kraft aus. Sie halten in dem grauen Schläfer wieder. Niederknien. Als du dich niederkniest, erreicht die Stimme im grauen Schläfer eine tiefe, friedliche Harmonie. Ein letzter Schwall an Energie erfüllt die Klinge, dann verstummen die Stimmen. Du spürst den Fluch zerbrechen wie eine verfaulte Kordel. Oh, jetzt ist es hervorragend, das Ding. Auch gut. Das ist eine ziemlich starke Klinge. Plus 5% Chance, Zwillingsstein bei Treffer oder kräftigem Treffer zu wirken. Kann aber nicht mehr entbunden werden. Das ist also komplett an Kanna gebunden. Yep. Gut, damit ist das schon mal erledigt. Dann können wir jetzt zu den Feuerfällen reisen und da unser nächstes Kopfgeld holen. Was hätten wir denn noch? Das sind Hauptquests. Ah, und den Urfeuer müsste ich auch noch. Das ist die Quest mit dem Drachen.
Ja, und alles andere kennen wir. Risikoeignung. Achso, das war das mit der Gesandten von Trutzbucht, die wir überzeugen müssen, dass alles in Stalwart in Ordnung ist. Das heißt, Urfeuer, Feuerfälle, Magransgabelung, Stalwart. Ja, reisen wir ein bisschen in der Weltgeschichte herum. Ein entfernter Verwandter von Kestorik ist in der Festung eingetroffen und bietet darauf früher ihn für Geld auslösen zu dürfen. Beinahe wurde er auf der Straße von Räubern überfahren, durch deine Patrouillen konnten einschreiten. Okay, dann kommt er auch mal aus unserem Kerker raus. So, auf nach Burg Schmelztiegel. Mit etwas Geschwindigkeit. So, der Abaddon-Schrein ist hier drüben. Der Abaddon-Schrein liegt vor dir. Er riecht nach Metall und Öl. Maskas Schmiedehammer segnen. Du legst Maskas Schmiedehammer vor dem Fuß des Schreins. Einen Augenblick lang passiert nichts. Dann hörst du das ferne Dröhnen von Hämmern, die auf Ambosse schlagen. 10, dann 100, dann 1000, alle im Einklang. Maskas Schmiedehammer beginnt plötzlich zu glühen und der dröhnende Hammerchor verstummt. Du nimmst den Hammer wieder an dich. Er hat sich äußerlich nicht verändert, fühlt sich aber schwerer an. Manchmal ist das Klicken mit diesem Mauszeiger ein bisschen schwierig. Also den richtigen Platz zu treffen. Vor allem. So, I come to find, there's no ambush. The troops were arguing over the bounty. Sounds like my kids. You haven't seen them in what, 5 years? You must be eager to get home. Yeah, although 5 years doesn't sound that long compared to 30. Has it been that long? Okay. Manea und Sagani unterhalten sich. Manea fängt an. Stellen fest, dass es gar keinen Hinterhalt gibt. Die Truppen haben sich um das Kopfgeld gestritten. Klingt wie meine Kinder. Wie lange hast du sie nicht gesehen? 5 Jahre? Du willst bestimmt nur noch möglichst bald nach Hause. Sag gar nicht, ja, wobei 5 Jahre gar nicht so lang klingen, verglichen mit 30. Und Manea, ist es schon so lange her? Scheint so. Als nächstes zu den Feuerfällen. Dann zur Magrans Gabelung und dann zurück nach Stalwart. Stalwart können wir dann wieder rasten.
Also erst die Quest abgeben. Rasten. Hallo. Hallo. So, wo verstecken sich die Gegner? Nirgends. Was? Ah, Ulu. Oh, Itomak hat niedrige Ausdauer. Okay, kann er. Lustig, wie ich gerade umzingelt bin und irgendwie sich der Schaden. Für mich in Grenzen hält. Okay, die Soldatin ist ein härterer Fall. Rastim Hort des Alpindrachen, nachdem er getötet wurde. Okay. Gewährt Triumph des Kreuzfahrers, wenn Ausdauer unter 50% fällt. I'm here. Jede Menge Zeug. Mackelfock-Schädel. Yes? Das schielende Auge hinzugefügt. Okay. Erfahrung, Kreuzbinde, Kupferstücke. Im Hof der verneigenden Eschen steht eine gewaltige Adlerstatue, die mit lebenden Bäumen verbunden ist. Sie stammt aus der Zeit der Ingvitaner und man vermutet, dass sie einem orlanischen Herrscher dieses verlorenen Reichs zeigt. Der natürliche Lauf der Zeit hat der Statue zwar zugesetzt, aber die Glanfantane erinnern sich auch an einen Akt des Vandalismus aus der frühen Kolonialzeit. Im Chaos des Kriegs des zerbrochenen Steins drangen edirische Entdecker tief nach ihr Glanfahrt vor, verschafften sich Zugang zum Hof der verneigenden Eschen und kletterten auf die Statue, um ein einziges Auge auszubrechen, so groß wie der Kopf eines Amauner und aus purem Adraban. Der Großteil dieser Bande wurde von den Glanfantanen geschnappt und getötet, aber das Auge wurde nie gefunden. Seit einigen Jahren gibt es Berüchte im östlichen Abschnitt, dass ein neuer Besitzer des Auges versucht, es auf einem Schwarzmarkt zu verkaufen. Die Namen und Vater von mindestens 3 Stämmen wären bereit, eine Belohnung zu bezahlen, wenn jemand das Auge wieder beschafft. Dann schicken wir Hivarias los.
So, Feuerfälle. Dann Magrans Gabelung. Und von Magrans Gabelung geht's nach Stalwart zurück. Dildai, didum, didabdabdum. Ja, hier haben wir Kolz getötet für Redrick und haben damit das Vampirproblem gelöst.